Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um die Unsicherheiten des RSA-Verfahrens, das Lehrbuch RSA-Verfahrens, das wir uns letztes Mal hier angeguckt haben. Das Ding ist nämlich absolut nicht sicher, nur UUF-NMA sicher. Und das ist leider tatsächlich viel zu wenig für die Praxis, deswegen auf keinen Fall so benutzen. Ihr müsst unbedingt eine modifizierte Version benutzen, die wir uns dann nachher angucken werden, beziehungsweise nicht nachher, sondern im nächsten Video wahrscheinlich. Gibt ja einen Haufen Videos dazu, wir sind glaube ich mittlerweile bei über 73, 74, irgendwie sowas, um den Dreh rum. Okay, gut, schauen wir uns an, warum ist das ganze Ding nicht EUF-NMA sicher? EUF-NMA, ja? Also wir hatten gesagt, es ist UUF-NMA sicher, aber warum ist es nicht EUF-NMA sicher? Das wäre ja der etwas stärkere Sicherheitsbegriff. Hier hinten immer noch mega schwach, No Message Attack, das heißt, der Angreifer darf vorher keine einzige Signatur von uns gesehen haben, das ist quasi gar nichts. Warum ist es nicht mal EUF-NMA sicher? Naja, werden wir uns angucken, nicht so schwer. Und zwar folgendes passiert. Wir wählen uns als Angreifer einfach wählt uns ein Sigma-Stern zufällig. Random. So. Und was passiert? A berechnet sich die Nachricht selbst. EUF bedeutet, wir dürfen uns die Nachricht absolut frei wählen, um das Verfahren zu brechen. Das heißt, wir können M-Stern einfach berechnen, so wie es eigentlich sein sollte. Und ich meine, M zu berechnen ist ja kein Problem, denn das passiert ja im Verify hier. Und der Verify-Algorithmus, der hat ja alles zur Verfügung. Das heißt, M-Stern, also der berechnet hier quasi auch M durch Sigma hoch E. Und genau das machen wir jetzt. Wir sagen Sigma-Stern und das Ganze hoch E, weil E ja offensichtlich auch im öffentlichen Schlüssel drin ist, modulo N. So, und schon haben wir eine gültige Signatur Sigma Stern für eine Nachricht M Stern rausgefunden. Das ist jetzt natürlich ein großes Problem, denn wir können Signaturen für irgendwelche Nachrichten zufällig fälschen. Einfach irgendeine zufällige Signatur und wählen und die Nachricht dazu berechnen. Also EUF schafft es auf keinen Fall, denn ja, offensichtlich geht es ja für zufällige Nachrichten, kann man einfach wählen, muss man nicht mal sich irgendwie anstrengen. So, nächster Beweis, warum ist das ganze Ding nicht UUF-CMA sicher? UUF-CMA bedeutet, wir müssen eine Nachricht fälschen, UUF bedeutet, wir müssen eine Nachricht fälschen, die uns der Challenger vorgibt, beziehungsweise, ja genau, die uns der Challenger vorgibt und CMA bedeutet, wir dürfen ihn aber nach Nachrichten fragen. So, dazu mal wieder ein kleines Sicherheitsspiel hier. Wir werden tatsächlich hier, obwohl dazu brauchen wir eigentlich gar keine, ja, das machen wir mal so. Und jetzt wieder mal hier das Sicherheitsspiel. Der Challenger C und der Angreifer A. So, jetzt wollen wir natürlich als A erstmal was von dem Challenger empfangen. Und zwar, was wollen wir? Den Public Key. Der Public Key ist offensichtlich N, E. Und eine Nachricht M-Stern, die wir fälschen sollen, denn bei UUF dürfen nicht wir selbst die Nachricht auswählen, sondern der Angreifer, der Challenger darf die Nachricht wählen. Also M-Stern ist hier vorgegeben und der Public Key bestehend aus dem Modulus N und dem kleinen E kriegen wir auch. So, was machen wir? Als intelligenter Angreifer wählen wir uns ein X aus den ganzen Zahlen, aus den ganzen Zahlen ohne 1. Also wir wählen quasi einfach, wir wählen uns ein zufälliges X aus den ganzen Zahlen ohne die 1 einfach raus. Dann sagen wir, wir berechnen uns ein Y, genauso dass X hoch E eben Y ist, modulo N. Und offensichtlich ist ja hier, das Ganze ist ungleich 1, weil wir hier offensichtlich auch x ungleich 1 gewählt hatten. Also wir wählen hier x absichtlich ungleich 1, damit wir hier auch insgesamt einen Wert ungleich 1 rausbekommen. Das nur so als kleine Zusatzangabe. Jetzt schicken wir was Besonderes wieder zurück und sagen einfach, du Angreifer, Challenger, ich hätte ganz gerne von dir Folgendes. Und zwar eine Nachricht M signiert, weil wir dürfen ja eine Signatur anfragen. Achtung, NACMA schaffen wir hier auch nicht, sondern nur UUF-CMA schaffen wir zu brechen, aber das ist auch schon, UUF ist immer,
Wenn man nur UUF hat und nicht EUF, dann hat man ein Problem. Das ist grundsätzlich. Und CMA möchte man eigentlich haben, aber es gibt Transformationen von NACMA auf CMA. Das ist jetzt nicht so schlimm. Okay, wir wollen eine Signatur für eine Nachricht M haben. Und diese Nachricht M ist M-Stern mal Y. M-Stern mal Y. Das ist M-Stern hier. Das ist ein Mal. Es tut mir leid. Mal Y. Und diese Nachricht M fragen wir jetzt an bei unserem Challenger, dass der uns eine Signatur dafür liefert. Okay, so, was bekommen wir jetzt hier von unserem Challenger zurück? Naja, wir kriegen natürlich eine Signatur, die auch gültig ist. Und zwar eine Signatur Sigma mit, also so dass eben gilt, Sigma hoch E, sonst wäre sie ja nicht verifizierbar, gleich unsere Nachricht M. Und das Ganze Modulo N logischerweise wieder mal. Aber das Modulo N, wie gesagt, das spare ich mir meistens. Sigma mit Sigma hoch E gleich M. Okay. Ja, jetzt können wir damit tatsächlich sehr viel rumrechnen. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar, wir haben hier die Gleichung für die Nachricht M. M ist gleich Sigma hoch E. Sigma hoch E. So, jetzt aber Vorsicht, wir wollen eine Signatur für M Stern haben. Naja, für das gilt aber dasselbe. Sigma Stern, M Stern gleich Sigma Stern hoch E. Okay, was können wir damit anfangen? Mit M Stern gleich Sigma Stern hoch E können wir Folgendes machen. Ich drehe die Gleichung gerade mal um. Sigma Stern hoch E gleich M, gleich M Stern. An M Stern darf ich jetzt aber was dran multiplizieren, denn das darf ich auf jeder Gleichung. Und zwar hier einfach ein mal y hoch minus 1. Y mal y hoch minus 1 ist 1, also im Prinzip habe ich hier an M Stern 1 dran multipliziert. Das darf ich offensichtlich machen, weil M Stern mal 1 ist ja immer noch M Stern. Und dieses y kann ich jetzt hier reinziehen in diese Gleichung, denn das hier, das wissen wir ja, also das Ganze, das wissen wir ja hier, so hatten wir ja unser M 1 gerade definiert, oder diese Nachricht M hier hatten wir ja als M Stern mal Y definiert hier. Okay, also M mal Y hoch minus 1. So, aber M, wissen wir jetzt, ist Sigma hoch E. Und das können wir hier auch dran setzen. Das heißt, wir haben hier ein ist gleich, komm schon, ein ist gleich Sigma hoch E, danke, mal Y hoch minus 1. Ja, es tut mir furchtbar leid, aber irgendwie will das Programm gerade nicht so wie ich. So, jetzt nächste Tatsache. Wir hatten y so gewählt, dass es x hoch e ist. Wir rechnen übrigens die ganze Zeit modulo n. Wir hatten y gleich x hoch e definiert. Das heißt, wir können ja auch einfach sagen, y gleich x hoch e. Okay, x hoch e hoch minus 1. Naja gut, macht ja trotzdem nichts. Wir haben immerhin schon mal ein bisschen weiter was gewonnen. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich dieses hoch minus 1 hier reinziehen, kleine Potenzregel, dieses minus 1 können wir hier reinziehen und dann steht hier x hoch minus 1 mal e. So, und dieses e hier können wir jetzt ausklammern, hier haben wir das nämlich auch, dann sagen wir einfach, wir klammern das Ganze aus, so dass das E draußen steht. Und plötzlich haben wir hier stehen Sigma mal X hoch minus 1 mal E. Hoch E. Joa, aber das ist dasselbe wie Sigma Stern hoch E, wie wir sehen. So, und jetzt schreiben wir einfach mal diese Gleichung hier komplett hin. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was das Programm hier gerade machen möchte, aber es ist offensichtlich verwirrt. Okay, Sigma Stern hoch E gleich Sigma mal X hoch 1 hoch E. Joa, das bedeutet offensichtlich, dass Sigma Stern, also die Signatur, die wir gerne fälschen möchten, Sigma mal X hoch minus 1 ist, und X hoch minus 1 können wir ganz easy berechnen, denn X haben wir hier selbst ausgewählt. Wie gesagt, das Ganze modulo N. Und damit haben wir Sigma Stern berechnet und können einfach Sigma Stern wieder zurückgeben an unseren Challenger. Und haben eine gültige Signatur für die Nachricht M Stern, die uns der Challenger vorgegeben hat, gefälscht. Das heißt, wir haben UUF CMA-Sicherheit gebrochen, wir haben EUF NMA-Sicherheit gebrochen, damit haben wir auch locker EUF CMA-Sicherheit gebrochen, ohne irgendwie Probleme zu haben. Ja,
Also nicht so geiles Verfahren. Wie gesagt, es gibt Modifikationen, sodass das Ganze ein bisschen sicherer wird. Die werden wir uns jetzt im Folgenden angucken. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und viel Spaß weiterhin bei der Serie. Bis dann. Ciao.